Es ist mal wieder Clash-Zeit und es ist auch wieder The Walking Dead Clash-Zeit. Denn heute kommt der zweite Part von dem The Walking Dead Character Clash Turnier Ezekiel vs. Connie. Und ohne viel rumzulabern, möchte ich euch direkt herzlich willkommen heißen zu einer neuen Folge von Couch Time. Genau, heute wird hier nicht lang rumgeeiert. Warum auch immer ich jetzt so komisch gelacht habe. Ja, Ezekiel vs. Connie, unser Charakter-Clash-Turnier geht in die zweite Runde. In der letzten Folge hatten wir Sasha vs. Spencer und da hat Sasha gewonnen. Knapp, aber hat gewonnen. Und in der letzten Folge habe ich auch ein paar Fragen an euch gestellt. Und zwar ging es hauptsächlich darum, ja, wie soll ich dieses 1 vs. 1, das Finale quasi gestalten. Da kam ein Vorschlag, den fand ich sehr, sehr gut, dass man quasi einmal einen Faustkampf nimmt und einmal einen mit quasi Schusswaffen und einmal mit Nahkampfwaffen, dass man quasi drei Disziplinen hat. Und halt dementsprechend fair quasi aufteilen kann, wenn jemand da Stärken oder Schwächen hat. Außerdem hatte ich ja gefragt, ob ich das vielleicht auch aufbauen soll wie so ein Battle Royale, wo die Leute quasi erstmal in dieser, ich nenne es mal, ausgedachten Arena quasi ihr Stuff zusammensuchen können und Fallen auch stellen können. Da wurde von euch auch gesagt, dass es eine sehr, sehr geile Idee ist. Ich würde es tatsächlich aber nur bei spezifischen Charakteren anwenden. Als Beispiel, wenn ich jetzt Judith gegen Negan hätte, würde ich das jetzt vielleicht nicht machen, weil das etwas unfair wäre. Da wäre vielleicht so ein 1 vs. 1 zwar auch schon extrem unfair, aber da hat sie ja eventuell noch irgendwie eine Chance mit ihrem Schwert und mit dem Revolver von Rick. Deswegen, ich würde es quasi charakterabhängig machen, ob ich jetzt diese Dreierkonstellation mit Schusswaffe, Nahkampfwaffe und Faustkampf oder ob ich quasi einen Battle Royale daraus baue. Aber bei Ezekiel und Connie fangen wir natürlich erstmal mit dem anderen Stuff an, der hier gewertet wird. Bei den zwei habe ich mir tatsächlich ein bisschen Gedanken gemacht um die Kategorien. Und zwar habe ich zum einen die Kategorie Character Development, also mehr oder weniger halt, wie der Charakter eingeführt wurde und wie gut oder schlecht es je nachdem gemacht war. Dann würde ich tatsächlich den besten Moment aus der Folge oder aus der Serie halt nehmen, also quasi der stärkste Auftritt. Danach Punkten. Und dann zum Schluss käme dann nochmal die Kategorie Sympathiepunkte meinerseits. Vorab möchte ich sagen, zum einen kann ich hier zu Spoilern zu der Serie The Walking Dead kommen. Wer hätte es gedacht? Zum zweiten ist es hier meine Meinung. Deswegen, falls ihr anderer Meinung seid, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Aber das hier ist alles, was ich sage, ist nur meine Meinung. Das ist kein offizielles, faktbelegtes Battle, sondern rein zum Teil meine Meinung und zum Teil einfach auf der Serie basierende Fakten. Genug rumgelabert, fangen wir jetzt direkt mal an. Ja, das Character Development, die Einführung der beiden Charaktere. Fangen wir bei Ezekiel an. Ezekiel wurde uns als der König vorgestellt. Ein krasser Herrscher über das Königreich, eine große Community mit einem fucking Tiger und einem halt mehr oder weniger halt einem eigenen Königreich. Er wurde von seinen Leuten als König betitelt. Er hat es einfach geschafft, in einer kaputten Welt dafür zu sorgen, dass die Menschheit irgendwie ihn trotzdem als ihren König ansieht. Wir lernen ihn in ein paar Folgen kennen und man merkt aber auch schon schnell, dass dieser Charakter auch irgendwo seine dunklen Seiten hat, denn er geht auch ein bisschen so weitestgehend über Leichen, um halt tatsächlich einfach vor Dingen beschützt zu werden. Ich finde, Ezekiel wurde als starker Charakter eingeführt, wurde aber gleichzeitig auch direkt schon so limitiert in der Hinsicht, dass gesagt wurde, okay, er ist König, aber irgendwas stimmt daran nicht so wirklich. Wie sich auch nachher herausstellt, ist er ja nicht wirklich König, sondern er war einfach Tierwärter. Und deswegen hat er auch Shiba dabei. An für sich eine sehr starke Einführung, vor allem, weil wir halt auch wirklich ja längere Zeit wirklich auch ihn einfach mit König angesprochen sehen und diese ganze Story drumherum mit, wie gesagt, halt den Wachen und überhaupt dieser Aufbau ist halt sehr rittermäßig, würde ich sagen. Und das ist schon ein sehr cooler Part, vor allem, weil es halt auch sehr nah an den Realismus rankommt, obwohl die Serie jetzt auch in dem Punkt nicht so ewig Zeit fortgeschritten ist. Aber halt irgendwann gehen halt die neumodischen Ressourcen aus und man muss halt auf sowas Altmodisches wie Speere, Schwerter zurückgreifen, wie wir auch in Staffel 10 und 11 quasi immer mehr gesehen haben. Kommen wir nun zu Connie. Connies Einführung an für sich war bad. Ich meine, sie wurde quasi ja zum Staffelmitte der 10. Staffel oder nee, Staffelmitte der 9. Staffel quasi eingeführt unter Magnas Gruppe und sie hatte aber nicht so, sie war halt eher so ungünstige Aussage, stille Mäuschen. Das, was sie nämlich ja mehr oder weniger besonders macht, ist ja nun mal, sie ist taub, sie ist halt auch stumm, also ne. Versteht, was ich meine? Was diesen Charakter direkt von Anfang an sehr interessant gemacht hat, weil das halt nicht so unfassbar Normales ist, aber halt rein theoretisch schon normal sein kann. Aber dass sie bis zu diesem Punkt quasi auch überlebt hat, obwohl sie nichts hört, ist halt in der Hinsicht sehr, sehr krass gewesen und hat auch gezeigt, dass sie schon badass ist. Aber an für sich wurde sie eigentlich, würde ich jetzt mal behaupten, so gefühlt als Nebencharakter eingeführt und hat quasi erst hinten raus ein bisschen mehr Story und vor allem auch ein bisschen mehr Action und Screentime bekommen. Weswegen ich sagen würde, dass Charakter
Development, die Einführung dieser Charaktere, würde ich den Punkt an Ezekiel geben, weil der halt einfach als wirklich König eingeführt wurde und wir haben es auch eine Zeit lang wirklich ja geglaubt, dass er wirklich König ist und nicht einfach nur irgendein Dude, der sich so nennt. Also geht dieser Punkt an Ezekiel. Gehen wir zu Kategorie 2 und das ist ja der beste Moment in der Serie. Ich muss sagen, bei Ezekiel gibt es da verschiedenste. Zum einen, was für mich ein unfassbar starker Moment ist, ist seine komplette Story oder seine komplette Szene, die in Staffel 11 quasi in der zweiten Hälfte quasi aufgetaucht sind, auch in Bezug auf Negan und dass er einfach mal nicht am längeren Hebel sitzt oder nicht, also dass er einfach mal der ist, der wirklich einstecken muss, aber trotzdem noch austeilen will und trotzdem immer noch hinter seinen Prinzipien steht. Das ist sehr krass in Staffel 11 einfach. Was ich aber auch immer sehr, sehr geil finde, ist, wenn er halt irgendwie zum Schwertkampf, ob es gegen die Zombies ist oder auch gegen Menschen, aber welche Szene ich wirklich mit am meisten gefeiert habe, ich bin jetzt gerade absolut sicher, in welcher Staffel es war die Staffel, wo Shiva halt auch gestorben ist, da wo er da gegen die ganzen Zombies am Kämpfen ist und überhaupt dieses ganze Drumherum. Also bei Ezekiel würde ich sagen, es sind immer so kleine, coole Szenen, meistens wenn er am Kämpfen ist, finde ich es immer sehr, sehr cool, weil man ihn sonst nicht so oft fighten sieht. Was sich deswegen so immer so besonders anfühlt. Conny, würde ich sagen, hat so wirklich großartig keine krassen Szenen. Man muss einfach sagen, sie wurde eine halbe Staffel quasi einfach mal aus der Serie rausgeschrieben, indem sie ja da in diesem Minenschacht oder in dieser Höhle da quasi begraben war. Es waren ja wirklich 5, 6 Folgen oder so, vielleicht sogar mehr, wo kein Anzeichen von ihr war. Klar, es gab Folgen, wo wir dann nach ihr gesucht haben, aber es wurde auch manchmal einfach nur beiläufig erwähnt und in manchen Folgen einfach gar nicht thematisiert. Das war so wie, okay, dann ist sie tot. Aber es wird uns nicht gesagt, was geht hier ab. Aber eine Folge ist einfach heftig. Und ich meine, es ist in Staffel 11. Ich weiß gar nicht, wie die Folge heißt, die hat auch einen krassen Namen. Das ist die Folge, wo sie mit dem Dude, wo Michonne auf der Insel war. Ich habe seinen Namen vergessen, der fällt mir auch gleich irgendwie gewiss wieder ein. Auf jeden Fall, wo sie da in diesem Haus waren, wo diese, ich nenne es mal, kannibalischen Hinterwäldler komischen Leute in den Wänden gelebt haben. Ich denke, ihr wisst, welche Folge ich meine. Und holy shit, was soll ich sagen? Die Serie The Walking Dead ist eine Zombie-Serie. Also sollte sie ja hier und da gruselige Szenen haben. Hatte sie auch. Sie hat ein paar Jumpscares, sie hat ein paar einfach natürlich gruselige Szenen. Aber diese Folge hat den Gruselfaktor von der Serie ins Unermessliche getrieben. Diese Tatsache, dass wenn wir aus Connys Sicht sehen, wir halt nichts hören, ist unfassbar krank. Und diese ganze Folge war einfach pure Angst, pure Gänsehaut. Deswegen gebe ich den Punkt an Conny, weil ich finde, Conny hat es in einer Folge geschafft, für mich persönlich, mehr Krassheit in eine Folge zu packen, als Ezekiel in so kleinen Schnipseln immer. Versteht wahrscheinlich, was ich meine. Natürlich sind Ezekiels Folgen oder Auftritte auch hammergeil, aber das war halt dieses, in einer Folge hat sie das geschafft, was Ezekiel halt in ein paar kleinen Schnipseln geschafft hätte. Und deswegen gebe ich den Punkt hier an Conny. Also steht es gerade mal erstmal 1-1. Kommen wir zur dritten Disziplin und das ist natürlich die Sympathie, meine Sympathiepunkte. Und ich sag's, wie es ist. Ich hätte eigentlich Conny gesagt, weil ich sie als Charakter unfassbar sympathisch finde. Ich finde diese Beziehung, die sie ja zu Daryl hat, ich finde es unfassbar süß und so jugendlich. Also man hat immer das Gefühl, das ist wie, als wären die auf einmal beide so 16, 17 Jahre alt wieder. Aber auf der anderen Seite hat sie auch übelst hart die Haut drauf, Szene und ist halt, kann auch stark badass sein. Aber dazu muss ich sagen, sie hatte in der Serie halt, da sie auch nur so kurz dabei war, keine wirkliche bewegende Charakterentwicklung. Ezekiel schon. Er hatte das, ich bin König, ich herrsche hier über das ganze Land, ich habe hier was zu sagen, auf, okay, ich habe hier gerade mal nichts mehr zu sagen, ich rutsche in eine Depri-Phase, ich komme zurück aus dieser Depri-Phase und werde quasi erneut König vom Commonwealth, mehr oder weniger natürlich König. Also Ezekiels Charakterentwicklung finde ich einfach unfassbar gut. Ist auch, glaube ich, so ein underrateder Charakter im Sinne auf Entwicklung. Ich muss sagen, Ezekiel ist nicht so mein Favorite-Charakter. Falls euch interessiert, wo er platziert ist, ich habe mal ein Video gemacht, wo ich meine ganzen Charaktere von The Walking Dead, wo ich sie mal gerankt habe in der Tierlist, wo halt von besten zu schlechtesten. Und deswegen, wie gesagt, Ezekiel ist nicht so einer meiner krassen Favorites. Aber seine Entwicklung in der Serie ist halt unfassbar krass, weil der macht sehr, sehr viele, wirklich viele Phasen durch. Dann ist es der Verlust von Shiva, gleichzeitig der Verlust von Henry. Dann kriegt er einen Tumor an den Hals und alles hin und her. Und gegen Ende ist er quasi so, okay, scheiß drauf. Ich versuche, soweit es geht, alles zu retten, auch wenn ich vielleicht draufgehe. Und dann ist er doch wieder, okay, komm, wir setzen uns doch für die gut, also für die Leute ein, die eigentlich böse sind und gut waren oder andersrum. Also Negan. Und diese ganze Entwicklung von Ezekiel, finde ich, ist halt krasser als diese, ich sag mal, Nettigkeit-Sympathie von Conny. Deswegen würde ich hier den Punkt an Ezekiel geben. Heißt, es steht 2-1 für Ezekiel. Kommen wir nun zum Finale, dem 1 versus 1. Es ist wieder soweit und hier nochmal die Regel erklärt. Beide Charaktere sind auf ihrem höchsten Niveau der Serie, also auf ihrer Top-Tier-Ranked an Heftigkeit und Skills, auf einem neutralen Boden, einer neutralen Fläche, einer, wir nennen es einfach mal in dem Fall, eine
Arena und beide stehen sich quasi gegenüber. Und in dieser Folge nehmen wir das Konzept der drei verschiedenen Kämpfe. Einmal Faustkampf, einmal Nahkampf, einmal Fernkampf. Ich bin ehrlich, ich glaube, im Faustkampf ist Conny definitiv unterlegen. Also wir gehen natürlich auch davon aus, diese beiden, natürlich, sie mögen sich eigentlich, die würden sich eigentlich sonst nicht bekriegen, aber in dem Fall würden sie sich wirklich aufs Blut hassen. Conny kann zwar schon austeilen, aber Ezekiel ist dann halt doch einfach größer, stärker und wahrscheinlich auch einfach irgendwo ein bisschen erfahrener. Ich würde im Faustkampf sagen, würde Ezekiel gewinnen. Das wäre einfach so, die würden aufeinander zurennen, es gäbe einen Schlagabtausch und wahrscheinlich würde Conny auch vielleicht durch ihre kleine, zierliche Weise ein bisschen flinker sein als Ezekiel und ihm auch ein paar Schläge setzen können. Aber am Ende wäre es auch vielleicht einfach wirklich ein kräftiger Schlag von Ezekiel. Conny würde liegen und dann käme es halt zum Finisher. Heißt in dem Fall, wäre es jetzt im 1 vs. 1, 1 zu 0. Gehen wir nun zu den Nahkampfwaffen. Heißt Messer, Schwert, was auch immer. Da muss man sagen, natürlich, wir kennen es, Ezekiel hat sein Schwert. Hat Conny irgendeine besondere Nahkampfwaffe? Das würde mich jetzt gerade mal interessieren. Ich glaube nicht, sie hat ja eher, ist ja hier mit einem von den Schleuderleuten. Piu. Aber wird ja als Fernwaffe zählen, das ist das Problem. Wir geben Conny einfach auch mal ein Schwert. In dem Fall muss man sagen, Ezekiel ist halt auch in dem Fall einfach viel erfahrener mit dem Schwert bzw. mit einer Nahkampfwaffe. Conny wird bestimmt gut gegen ihn ankommen, könnte ich mir gut vorstellen, dass sie damit relativ gut klarkommt. Aber am Ende ist Ezekiel der, der mit Schwertkampf mehr Erfahrung hat und somit wahrscheinlich irgendwie relativ fix die Überhand gewinnen würde. In dem Fall würde ich auch einfach sagen, es steht dann 2 zu 0 für Ezekiel im Schwertkampf, weil das wäre halt wirklich, Ezekiel hat einen Vorteil bei Schwertkampf. Selbst mit dem Messer würde ich auch sagen, würde es darauf hinauslaufen, dass Ezekiel gewinnt, weil halt einfach Nahkampf ist, glaube ich, mehr sein so Conny. Gibt es in wenig Situationen wirklich Nahkampf sehen. Sie ist eher ein Fernkämpfer. Und zu dieser Kategorie gehen wir jetzt. Und zwar die Fernkampfkategorie oder Schusswaffenkategorie. Jetzt ist die Frage, Conny mit ihrer Schleuder ist schon nicht schlecht. Keine Frage. Und sie trifft damit sehr gut und sie macht auch guten Schaden, aber eher halt an den Beißern. Und wie wir es wissen, es sind ja Matschbirnen. Und das heißt, vielleicht ein Stein aus ihrer Schleuder würde Ezekiel jetzt vielleicht nicht direkt töten. Wäre die Frage, was geben wir denen für Waffen? Geben wir beide ein Sturmgewehr? Wo ich dann auch direkt zur nächsten Frage käme, noch an euch gestellt. Im Schusswaffending ist ja wirklich auf einer offenen Fläche gegenüberstehen eher schwierig. Sollen wir das dann quasi bei dem Schusswaffen so machen, dass sie quasi dann auch so einen leichten Battle Royale haben, dass sie sich halt frei bewegen können, ergo auch verstecken können. Würde ich jetzt, glaube ich, so einführen einfach mal. Wenn ihr auch dafür seid, schreibt gerne in die Kommentare. Wenn ihr eine bessere Idee habt, schreibt es auch hier in die Kommentare. Aber für diesen würde ich jetzt einfach mal sagen, wir sind in einem Wald mit vielleicht ein bisschen Deckung, hier und da ein paar Häuser. Also einen Battle Royale Map würde ich es einfach mal nennen. Und wir geben einfach beiden einfach mal auf jeden Fall eine Pistole und vielleicht ein Sturmgewehr. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Und da kommt eine Sache Conny nicht zugute und das ist halt einfach, dass sie taub ist und wir sagen es einfach mal, wie es ist. Gut, sie würde wahrscheinlich einen Schuss anhand der Druckwellen und des Knalls schon wahrnehmen, aber Ezekiel könnte sich einfach an sie ranschleichen, hinter sie stellen und das müssen wir einfach mal so hinnehmen, wie es ist. Und es ist auch, ich denke, selbst wenn Conny es merken würde, auch das ist die Frage, hat Conny viel mit Schusswaffen gehantiert? Ich glaube nicht, ne? Ich meine, also gewiss schon so ein bisschen, aber halt. Ja, das ist halt das Problem. Wir kennen Conny nicht so krass in der Hinsicht. Aber wie gesagt, ich gehe stark davon aus, wenn wir vor allem in einer Fläche sind, wo man sich verstecken kann und jemanden suchen muss, hat Conny die Arschkarte gezogen. Sie ist taub, sie hört nicht, wenn jemand kommt. Ja, natürlich kann sie durch verschiedene Vibrationen und kriegt es mit, aber ich glaube nicht, dass Ezekiel so hart auf den Boden hüpft, dass sie das merken würde. Deswegen würde ich auch hier in dem Fall sagen, geht der Punkt an Ezekiel. Das heißt, das Character Clash 1 vs. 1 geht 3-0 für Ezekiel aus, aka bekommt er einen Punkt. Und somit geht das gesamte Video bzw. das gesamte Character Clash Turnier 3 zu 1 für Ezekiel aus. Ja, so würde ich das diesen Kampf ausgehen lassen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr es anders seht oder anders gemacht hättet oder wenn ja, was ihr genau anders bewertet hättet. Ich sag mal so viel. In diesem Turnierbaum kämpfen als nächstes Sascha und Ezekiel gegeneinander, was auch sehr interessant werden kann. Aber man muss auch sagen, Conny, wie gesagt, hat halt einfach zu einem den Nachteil, es gab sie nicht sehr lange in der Serie. Sie war 2,5 Staffeln dabei und davon auch nur wenige Episoden. Und auf der anderen Seite ist sie einfach halt taub. Und das ist wirklich schwierig. Und man muss sagen, es gab viele Momente, wo sie vielleicht auch einfach wegen anderen überlebt hat, die ihr helfen konnten. Ganz alleine wäre sie wahrscheinlich auch nicht so lange am Leben gewesen, wie sie es am Ende in der Serie getan hat. Aber wie gesagt, jetzt seid ihr gefragt.
gefragt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das Video fandet zum einen. Und vor allem auch, was ihr anders gemacht hättet. Hättet ihr vielleicht andere Sympathiepunkte vergeben? Oder. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich lese mir das gerne durch. Und wenn euch solche Videos gefallen oder euch allgemein Videos über Filme und Serien interessieren, dann checkt doch gerne mal diesen Kanal aus. Denn hier kommen jedes Wochenende mindestens 2 Videos über Themen, wie gesagt, Filme, Serien und. Wenn euch sowas interessiert, lasst gerne ein Abo da. Ich würde mich freuen. Und ich will jetzt nicht noch länger rumreden und das Video länger machen, als es schon ist. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video dann wieder auf derselben alten Couch wieder. Und bis dahin bin ich raus. Ciao.